Wenn ihr euch schon immer irgendwelche Haternamen geben wollt, wie Rudi der Rebell oder so, nennt euch doch gleich Rudi der Geblockte. Dann brauche ich die Botschaft nicht noch zu vermitteln. Ich meine ernsthaft, nach 6 Jahren sollte man eigentlich von euch mal ein bisschen was Intelligenteres erwarten, als immer noch den gleichen Kindergarten, den ihr schon vor 6 Jahren abgezogen habt und der da schon langweilig war. Aber ja, die Kälte entwickelt sich eben nicht weiter. Das haben wir jetzt mal ein bisschen zu frisch. Super. Das hat ja auch so viel Effekt. Wenn es zu heiß ist. Ist hier ein bisschen besser. Das Problem ist, ich habe noch kein Video dazu gemacht. Das Problem ist, ich habe eine Infektion am Bein. Keine Ahnung, wie das dazu gekommen ist. Auch der Arzt war irgendwie ratlos. Jedenfalls habe ich am linken Bein eine Infektion. Und aufgrund dessen hatte ich das Fieber und aufgrund dessen habe ich auch Probleme gehabt, ziemlich aufzutreten. Also ich bin da vor 2 Tagen regelrecht aufs Klo gekrochen, mitten in der Nacht, weil ich nicht auftreten konnte, weil es so höllisch weh getan hat. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist, als hätte mir jemand mein Bein in einen Schraubstock geklemmt und dann noch heiße Nadeln links und rechts reingerammt. Und das jedes Mal, wenn ich das Bein auch nur ansatzweise in eine geknickte Variante, wo ich auftreten wollte, gebracht habe oder gebracht hätte. Also richtig krank. Und jetzt nehme ich gerade Medikamente. Eigentlich sollte ich ins Krankenhaus, das habe ich jetzt abgelehnt, auf eigene Verantwortung. Ich habe jetzt einfach Medikamente gekriegt, die nehme ich jetzt jeden Tag. Und ja, das sollte also bis nächste Woche hoffentlich besser sein. Ich meine, ich mache jetzt im Krankenhaus auch nichts anderes, als was ich jetzt hier machen würde, rumliegen und Medikamente nehmen oder so. Kann ich das gleiche genauso gut zu Hause machen. Wobei ich sagen muss, vielen Dank. Weil ich sagen muss, seit ich die Medikamente, der erste Tag hat gereicht, der erste Abend eine Tablette, so 2 Stunden später waren die Schmerzen nahezu weg. Und seitdem sind sie auch weg. Und jetzt warte ich halt im Prinzip einfach nur noch ab, dass die Schwellung, die ich habe, zurückgeht. Bein hochlegen, Bein wickeln machen. Deswegen habe ich hier das Tuch. Das ist nass, das sieht man jetzt natürlich nicht. Und ich liege aktuell mit meinem Bein auf zu einem Kühlakku-Pad-Teil. Das Problem ist nur, mein Bein strahlt eine solche Hitze ab, dass dieses Kühlpad-Akku-Teil einen Scheißdreck hilft dagegen.
Und auch das Handtuch, das habe ich vor, wann habe ich denn das rumgemacht? Vor vielleicht 10 Minuten oder so, so ungefähr um 8, halb 8, halb 8, um 8, Viertel 9 ungefähr. Ja, und seitdem habe ich das rum. Also vor knapp 10, 15 Minuten. Irgendwas in der Richtung. Und ansonsten habe ich das Bein halt jetzt hochgelegt gerade. Danke, Leute. Mit Diabetes hat eine Infektion nichts zu tun, aber Intelligenzbestien wie du verwechseln natürlich gerne mal den Tag und die Nacht, ne? Ist genau dasselbe Quatsch. Mein Bein muss einen Scheißdreck ab. Das Schlimmste, was passieren kann, bei der Infektion ist, dass es sich auf andere Teile meines Körpers ausdehnt. Und dann gehe ich über den Jordan, die Hater können sich dann ablachen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich den wenigen Leuten, die nicht völlig hirnamputiert sind und völlig hirngestört sind und völlig einen an der Klatsche haben, dass ich den wenigen Menschen wenigstens Trost spenden konnte in den Jahren, in denen ich da war. Kopf ab bei euch vielleicht, die immer die ganze Zeit Scheiße bauen. Ganz ehrlich, lasst euch doch nach 6 Jahren mal was Neues einfallen. Ich bin fett, ich bin hässlich, ich bin Hurensohn. 6 Jahre lang und ihr lasst euch nichts Besseres einfallen als das. Diabetes ist übrigens auch eines der ganz alten Sachen schon. Ist auch schon vor 5 oder 6 Jahren ist es schon aufgekommen. Du wirst am Diabetes sterben. Mhm. Den einzigen Diabetes, den ich zu fürchten habe bei meinem Konsum an Nahrungsmitteln, ist der einzige Diabetes, den ich zu fürchten habe, den Altersdiabetes, der in meiner Familie vorkommt. Und den Altersdiabetes, den werde ich wohl kaum mit 30 kriegen. Zumindest nicht bei meiner Ernährung. Du ernährst dich voll falsch, du bist voll fett und voll dumm und voll hässlich. Und du weißt überhaupt nichts über Ernährung. Mhm. Sagen die Typen, die gerade mit einer Tüte Chips vor dem Rechner sitzen. Herzlichen Glückwunsch. Geh doch einfach nicht drauf ein. Warum soll ich nicht drauf eingehen? Ich find's lustig. Ich find's lustig, dass mir Menschen sagen, wie ich mich zu verhalten habe, was ich falsch mache in meinem Leben, und solche Leute bauen dann die größte Scheiße. Das finde ich witzig, ganz ehrlich. Ich meine, da kommen Leute zu mir, schreien, dass ich die ganze Zeit Leute beleidige, schreien Hurensohn im gleichen Atemzug, schreien, dass ich andere Leute belästige, belästigen dabei gleichzeitig die gesamte Nachbarschaft, schreien, dass ich irgendwie auf andere Leute losgehe und treten gegen meinen Zaun, schmeißen Steine auf mein Haus, meistens dann auch irgendwelche Typen mit dicken Brillen, wo man früher Nerds genannt hat, wo man sagen muss, es ist eine Beleidigung für jeden Nerd, dass man die Typen vielleicht so bezeichnen würde, und benehmen sich dann wie das größte Arschloch in 3000 Galaxien zusammen. Das finde ich einfach witzig, weil die Leute kommen zu mir und sagen, du bist das Arschloch. Ja, reißen meinen Zaun kaputt, gehen auf mich körperlich los, gehen auf mich verbal los, versuchen mich geistig fertig zu machen, indem sie mich irgendwie psychisch misshandeln, psychisch fertig machen, Psychospielchen treiben, die in 99% der Fälle sowieso schief gehen oder immer schief gingen, auch wenn sie es bis heute noch nicht begriffen haben. Und das Ganze ziehen die seit 6 Jahren durch. Das finde ich dumm, das finde ich lächerlich und finde ich lustig. Und genau deswegen gehe ich immer wieder drauf ein, weil irgendwann ein paar wenige vielleicht doch genug Hirn zusammenkratzen in ihrem bisschen, was sie da Hirnschale nennen, ja, ihr Schädel, kratzen es dann noch ein bisschen Gehirn noch zusammen, die letzten einzelnen, wodurch ihre ganzen, keine Vorurteile, aber durch ihre ganzen Drogen, durch die ganzen Säufer, durch die ganzen,
weiß nicht, was alles die sich für Zeug reinziehen, was die dann immer für einen Trip haben. Ja. Ich meine, ich rauche auch, habt ihr auch gerade gesehen. Ich rauche auch, ich trinke auch gelegentlich mal ein Bierchen und so. Aber manchmal habe ich ernsthaft das Gefühl, dass die Leute, die so eine Scheiße bauen, die Leute sind, die sich mit allem wegkicken, was geht. Und zwar mit Pillen, mit Spritzen, mit Alk, mit irgendwelchem anderen Scheiß, den ich teilweise vielleicht gar nicht kenne. Also, und solche Leute, von solchen Leuten lasse ich mir nicht sagen, dass ich das Arschloch bin. Dann lasse ich mir auch nicht sagen, dass ich die Leute provoziere. Weil alles, was ich mache, könnt ihr mit einem einfachen Knopfdruck aus eurem Leben streichen. Da. Hier, hört ihr das? Die hupen hier, die fahren hier vorbei, hupen und schreien. Und solche Leute kommen hierher und schreien rum, dass ich aufhören soll, die Nachbarschaft zu belästigen. Dass ich aufhören soll, die Leute zu belästigen. Dass ich aufhören soll, den Leuten auf den Sack zu gehen. Oder dass ich aufhören soll, die Leute zu provozieren. Und was mache ich? Ich mache etwas im Internet, was ihr mit einem einfachen Knopf zurück wegklicken könnt. Also ganz ehrlich, lieber mal selber das Hirn zusammenkratzen, als andere Leute irgendwie anzupissen, die selber mehr Verstand haben als man selber. Ich meine, hier, schaut euch mal den Typen an. Das ist einmal das beste Beispiel, Simon Fischer. Du kommst hier rein, hallo Fetti. Na, du kommst hier rein, beleidigst schon mal. Kennst wahrscheinlich dann mal ansatzweise mich oder nur mein Zeug, irgendwo nur aus irgendwelchen Hatern gedöns. Du kommst rein und beleidigst direkt. Hast also schon mal erstens keinerlei Verstand, hast schon mal keinerlei Benehmen und offensichtlich auch, man muss jetzt sagen, gut, Benehmen, jetzt sagst du sogar hallo. Ja? Da fragt man sich doch letzten Endes schon, was ist das für ein Mensch? Was ist das genau für ein Mensch, der solche Scheiße abzieht und baut? Das ist für mich kein normaler Mensch. Definitiv nicht. Das ist für mich ein Mensch, der definitiv überall hinpasst, nur nicht in die menschliche Gesellschaft. Selbst Tiere benehmen sich einander gegenüber besser als sowas. Und das gilt für alle, die einfach reinkommen und beleidigen. Oder die sagen, was ich alles gehöre oder was mir alles gehört oder wie ich alles behandelt werden kann. Also ganz ehrlich, ich lasse mir nicht von Leuten erzählen, wie ich mich zu behandeln habe oder wie man mich zu behandeln hat, wenn die selber nur Scheiße bauen. Definitiv nicht. Weil dafür bin ich zu alt. Ich bin keine 20 mehr. Ich bin über 30. Ich bin kein kleines Kind, das man hier irgendwie dumm anmachen kann. Und mehr Verstand als solche Menschen habe ich bei weitem. Ich war in der Sonderschule. Seit 6 Jahren sage ich das. Und ich bin einer von den Menschen, der auch dazu steht, dass ich Sonderschüler war oder bin. Ja, und weiter? Ich bin keiner von diesen Menschen, der das irgendwie verleugnet. Das Thema hatte ich zum Beispiel vor kurzem mit einer Bekannten, dass es einige Leute gibt, von denen ich es zum Teil aus meinem Freundeskreis gar nicht wusste, dass die vor, also da sind ein paar dabei, die sind älter als ich. Und einer oder zwei Leute haben behauptet, die seien in der Hauptschule gewesen. Dabei weiß ich gar nichts davon, dass die in der Sonderschule waren. Also ganz ehrlich, das ist auch irgendwie ganz lächerliche Aktion, wenn ihr mich fragt. Es ist, weiß nicht, ist alles neben der Spur komplett. Geh nicht drauf ein. Ich gehe auf das ein, was ich will. Und wenn dir das nicht passt, kannst du gehen. Wann begreift ihr endlich, dass ich mich nicht an eure Regeln halte? Ich bin ein eigenständig denkender Mensch, eigenständiges Wesen. Ich bin ein Mensch, der selbstständig entscheidet, was er will. Ich bin keiner von euren Leuten, den ihr rumkommentieren könnt. Ich bin auch keiner von euren Leuten, der nach euren Mustern, Regeln oder sonst was, was auch immer ihr habt, spielt. Ich mache, was ich will und was ich für richtig halte. Und ich halte es für richtig, die asozialen Menschen, die da draußen sich in der Verborgenheit rumkreuchen und fleuchen, die da irgendwo im Internet unter ihrem anonymen Pseudonym Pisser-Scheiß-Dreck 498 irgendwo im Internet rumeiern. Und diese Leute will ich an die Öffentlichkeit zerren, um zu zeigen, wie asozial dieses Verhalten ist. Auch wenn ich von keinerlei Art irgendwie Unterstützung kriege. Ist mir scheißegal. Andere YouTuber scheißen drauf. Ja, sollen sie es machen? Interessiert mich nicht. Ich bin nicht die anderen. Und auch generell unsere Politik sollte sich auch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Hate unterhalten. Oder mit dem Thema Mobbing und dem ganzen Scheiß. Es ist nämlich definitiv kein Neuland. Darauf sollte man definitiv sich auch mal ein bisschen. Was ist das? Ich weiß. Darauf sollte man definitiv auch mal ein bisschen was machen. Weil es ist definitiv eine Sache, die nicht nur hier ist. Als ich in der Schule war, gab es schon tausende von Nachrichten,
oder Benachrichtigungen im Internet, im Fernsehen, in Zeitungen. Es ist wieder mal ein Schüler amok laufen. Das lag bestimmt an irgendwelchen gewaltigen Videospielen. Ja, daran, dass die Lehrer nichts gemacht haben und dass die anderen Schüler ihn gemobbt haben und das über Jahre hinweg. Daran kann es nicht gelegen haben. Das muss definitiv die Gewalt in Videospielen gewesen sein. Geile Politik. So will ich leben, Alter. Das ist Deutschland. Ganz ehrlich. Nein. Never. So soll dir kein Land der Welt sein. Übrigens, mal ganz am Rande nebenbei bemerkt, eine Sache, die mir sehr wichtig ist, die will ich auch unbedingt irgendwie mal schauen, dass ich vielleicht mal ein Video zu dem Thema mache. Das ist nämlich so eine Sache, wo ich mir auch denke, ist euch eigentlich schon ein einziges Mal eingefallen, ja? Wie genau ist die Welt aufgebaut? Es gibt Länder, in diesen Ländern gibt es Unterländer, ja, in unserem Fall sind es die Bundesländer, in den USA sind es die Staaten, und die einzelnen Staaten haben dann auch wieder irgendwie Unterstaaten oder irgendwie Unterdinge, wie das in den USA geregelt wird, weiß ich nicht, und in vielen anderen Ländern ist es auch so, und jetzt passt mal auf, jetzt wird es interessant, bitte Licht, was willst du eigentlich, Licht ist doch an, und jetzt wird es interessant, das ist nämlich das, was ich sehr, sehr lustig finde. Achtung, warum gibt es das? Die Menschen sehen sich selbst als keine Tiere. Ja? Davon abgesehen, dass wir fressen, scheißen, saufen, ficken, ja, um es mal ganz drastisch auszudrücken, die ganzen Sachen, die andere Lebewesen auf dieser Welt auch machen, ja, auch wenn vielleicht in geringfügiger anderer Variation oder ähnlichen Sachen, abgesehen davon sind wir nichts anderes als andere Lebewesen auf dieser Welt. Und wir sind genauso Tiere wie zum Beispiel ein Affe, ein Hund, ein Schwein oder in manchen Fällen wahrscheinlich auch einfach nur eine Ratte. Ja? Und jetzt passt auf. Müsst ihr mal so drüber nachdenken. Ich habe vor kurzem Star Trek, das Next Generation, also das nächste Jahrhundert angeschaut, ne? So mit Jean-Luc Picard und so. Das ist eine meiner wenigen Serien, die ich von Star Trek mag. Ich mag den ganzen anderen Scheiß gar nicht. Ich bin kein Trekkie. Ich mag nur die Serie, weil die irgendwie ganz witzig ist mit Data und den ganzen Quatsch. Und die sich immer in den Arsch ablachen und was weiß ich alles. Aber da habe ich mal so drüber nachgedacht. Ne? Weil bei Star Trek ist es ja so, zumindest bei dem, was ich aus nächsten Jahrhundert kenne, ist es ja so, dass die ganze Welt mittlerweile eine Einheit ist. Jetzt passt mal auf. Es gibt aber verschiedene andere Planeten. Und im Prinzip ist es so, es gibt Konflikte innerhalb eines Landes zwischen verschiedenen Bundesländern. Es gibt Konflikte zwischen einzelnen Ländern. So, dann die nächste Steigerung davon ist, es gibt Konflikte zwischen verschiedenen Staaten. Oder wie heißt es, nicht Staaten? Was ist denn da der Sammelbegriff wieder gewesen? Na, also zwischen den USA, zwischen Europa, zwischen Asien und so weiter. Wisst schon, was ich meine, ne? Das ist so wieder die nächste Generation, die nächste Größenordnung. Und das sind alles einzelne Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, um dann diesen Europa zum Beispiel zu gründen und so weiter. Einzelne Länder, die Europa bilden oder einzelne Staaten, die die USA bilden und so weiter. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum man nicht einfach alle Regierungen, scheißegal, ja, alle Regierungen muss man einfach in ein Fass zusammenwerfen und schauen, dass man ein ordentliches Gesetz für die ganze Welt, für den ganzen Planeten rauskriegt. Das wird doch niemals hinkriegen. Ja, wird man nicht, weil die Menschheit eins ist. Dumm. Wir müssen das hinkriegen, weil, was würde passieren, wenn wir wirklich, das ist das Geilste dran, wenn wir wirklich irgendwann den Weltraum besiedeln wollen und irgendwann werden wir in dem Zugzwang sein, dass wir es müssen, vorausgesetzt, wir wollen weiter überleben. Ihr braucht gar nicht schreiben, interessiert mich gerade nicht, ich lese das gerade nicht. Wir werden irgendwann in dem Zugzwang sein, entweder ja, wir schaffen es, unseren Planeten zu retten oder wir werden unseren Planeten verlassen müssen. Das übrigens früher oder später ohnehin passieren wird. Wir werden irgendwann nicht nur unseren eigenen Planeten aufgeben müssen, sondern unser komplettes Sonnensystem. Das ist zwar so weit in der Zukunft, ich rede davon, wenn die Sonne zur Supernova wird, ne? Das dauert noch ein paar Milliarden Jahre, was weiß ich. Gibt sogar irgendwie ein Zeitraster, wo es angeblich ungefähr passieren soll, wenn die Sonne ausgebrannt ist und zur Supernova wird. Aber dann wird unser ganzes Sonnensystem weg sein. Und zwar auf einen Schlag. Und deswegen muss man schauen, dass man bis zu dem Zeitpunkt schafft, dass man irgendwann wegrennt. Wenn die Menschheit so weitermacht, ja, nenn mich Fettsack, der Fette bist nämlich du. Fett, dumm und hässlich. So wie du dich verhältst.
Weißt du was? Leckt mich mal. Ich mache hier gerade den Abo-Chat an. Das ist mir nämlich zu dumm. Also ganz ehrlich, Leute, ja, man muss eine Regierung bilden für einen Planeten. Ja, weil alle auf unserem Planeten kommen von unserem Planeten. Es spielt keine Rolle, ob er aus China, aus Russland, aus Deutschland, aus den USA oder von mir aus von Timbuktu kommt. Spielt keine Rolle. Er kommt nicht vom Mond, er kommt nicht vom Mars, er kommt nicht aus einem anderen Sonnensystem oder aus einer ganz anderen Galaxie. Er kommt aus unserem von unserem Planeten. Und genau genommen müsste man das sogar aufs ganze Sonnensystem ausweiten und später sogar auch mal aufs ganze Universum. Weil letzten Endes ist egal, welche Art von Leben, kostbar, wichtig und definitiv hat jedes Leben das Recht zu existieren. Die einzige Ausnahme, die ich da sehe, ist die Art von Leben, die wir vielleicht irgendwann in Zukunft selbst erschaffen werden, weil wir wieder mal irgendwie Psychopathen werden und irgendwelche merkwürdigen Experimente durchziehen oder irgendwelche grässlichen Mutanten züchten. Ja? Ich schaue dich ganz genau an. Ja, genau dich. Weißt Bescheid, Molumbi. So, wie auch immer. Nee, mal Spaß beiseite, ja. Es ist kompletter Schwachsinn, dass sich Menschen ständig so gegenseitig fertig machen. Es spielt keine Rolle. Wir kriegen ja nicht mehr die kleinsten Streitereien alleine hin, ja. Ich meine, passt mal auf. Nehmt mal einen Kindergarten, ja. Das ist das beste Verhältnis übrigens im Vergleich zu meinen Hatern und mir und so. Das ist genau der gleiche Kindergarten. Nur in älteren Generationen. Jetzt passt auf. Wir haben einen Kindergarten. Ja, das sind, sagen wir mal, 20 Kinder drinnen. Irgendwann nimmt sich einer ein Spielzeug, was aber der andere gerade will. Oder er nimmt es dem anderen weg, weil er es jetzt haben will, weil es der andere hatte. Vorher hat keiner von beiden Parteien dieses Spielzeug auch nur mit dem Arsch angeschaut. Und jetzt plötzlich wollen es beide haben, weil es der eine in der Hand hatte. So, und das ist genau der Witz dran. Weil, wenn du jetzt hergehst und dieses Spielzeug denen wegnimmst und sagst, dass die sich das andere suchen sollen, dass sie freundlich miteinander umgehen sollen, ja, dann hast du eingegriffen. Wenn du jetzt aber hergehst und die weiter streiten lässt, dann kommt es dazu, dass der eine vermutlich den anderen haut oder sonst irgendwas. Und das ist nämlich genau das Problem. Das ist die menschliche Natur. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich von alleine friedlich lösen, und zwar ohne fremde Einflüsse, und ich rede wirklich komplett von ohne fremden Einfluss. Das heißt, keines der beiden Kinder wurde je beeinflusst von einem Erwachsenen oder einem anderen, dass der irgendwie aufhört, ne, das wegzunehmen und so weiter. Sondern jedes von den beiden Kindern hat jederzeit die Möglichkeit, den Streit von sich aus zu beenden. Ja, so, ach, du hast damit jetzt gerade gespielt, spiel weiter, ich nehme mir was anderes und dann, wenn du fertig bist, bringst du es mir bitte, dann spiel ich damit. So. Und sowas wird bei Kindern nie passieren. Und warum nicht? Einfach weil in dem Moment wie sagt man, das hat was mit der Genetik zu tun, ja? Und zwar, der eine ist der Dominante und will halt dem anderen quasi unterwerfen damit, ja. Das sind ganz alte Urinstinkte, ja. Das ist bei jedem Lebewesen so, das ist bei kleinen Katzen so, das ist bei kleinen Hunden so und das ist bei allen anderen Tieren auch so. Worauf ich hinaus will, ist, wir Menschen rühmen uns so, intelligent zu sein. Aber wir kriegen es nicht mal hin, die kleinsten Streitigkeiten von alleine zu lösen. Ja, weder als Kinder noch als Erwachsene. Und auch nicht irgendwo anders. Ich meine, da haben wir, es kann gerade eine Person schreiben. Warte mal, probier mal anders. Alexa, wie viele aktive Regierungen gibt es auf der Welt? Da bin ich mir leider nicht sicher. Das weiß jetzt vermutlich auch keiner, beziehungsweise kann jetzt keiner schreiben. Ich nehme mal einfach mal eine Zahl, ja, die packe ich mir einfach mal aus nichts. Ja, und sag einfach mal, wir haben 85 Regierungen auf der ganzen Welt verteilt. Das ist nur eine willkürliche Zahl, keine Ahnung. Wir haben 85 Regierungen auf der ganzen Welt. So. Und wir haben, das ist auch nur eine willkürliche Zahl, in jeder einzelnen dieser 85 Regierungen haben wir, sagen wir mal, nochmal 85 Leute, ja? In jeder einzelnen. Ja? Alexa, was ist 85 mal 85?
Jetzt sofort zum Rechnen. 85 mal 85 ist 7225. Okay, dann haben wir 7225 Vollidioten, die erwachsen sind und nicht in der Lage sind, sich vernünftig zu unterhalten, sich vernünftig zu einigen und eine anständige, vernünftige Regierung zu bilden. Und zwar weltweit. Ein Gesetz für den ganzen Planeten. Todesstrafe kann man abschaffen. Außer es gibt irgendetwas, was man sagt, okay, das geht absolut überhaupt nicht. Ich persönlich finde, Todesstrafe hat überhaupt nichts zu suchen in der Welt, weil kein Mensch, egal welcher, hat das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, weil er wird dadurch auch zum Mörder, egal mit welchem Recht er glaubt, den anderen umzubringen. Und man muss dann schauen, dass man ein einheitliches Rechtssystem für den ganzen Planeten macht. Nicht für ein Land, nicht für einen Bundesstaat, nicht mal nur für eine Stadt, sondern für den ganzen Planeten Erde. Sonst kommen wir irgendwann nie voran. Und jetzt passt auf, jetzt kommt nämlich das geilste Fazit überhaupt. Hätten wir, sagen wir mal, ab dem Punkt, ab dem die USA gegründet wurden, ja, und ab dem Punkt, wo dann, sag ich mal, halbwegs zivilisiertes Leben möglich war, ja, hätte man zu diesem Zeitpunkt angefangen, wo wirklich alle Länder besetzt wurden, wo dann wirklich angefangen wurde, richtig überall zu leben, wo dann angefangen wurde, auch die Industrie ein bisschen zu steigern, so nach und nach halt, ne, wo dann auch die Autos, die Technologie langsam kam. Sagen wir mal, ab der Erfindung des Telefons, wo man auch leichter miteinander telefonieren konnte oder sich auch leichter miteinander unterhalten konnte und so weiter, hätte man ab diesem Zeitpunkt angefangen, eine weltweite Regierung zu erforschen. Wir würden heute schon ins All fliegen. Und zwar nicht irgendwie mit einer Sonde, irgendwie 2 Milliarden Lichtjahre, weiß der Geier wohin, sondern wir könnten vielleicht inzwischen einen Antrieb entwickelt haben, mit dem wir tatsächlich interstellare Reisen, vielleicht sogar zu anderen Planeten haben. Galaxien würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, ja, aber ja, so ungefähr. Ja, ne, so andere Planeten halt in unserer Reichweite, die vielleicht bewohnbar sind oder sogar bewohnt werden. Und warum wäre das dann bis dahin möglich gewesen? Weil alle Regierungen nicht gegeneinander kämpfen würden, sondern miteinander. Und dann auch versuchen würden, ihre Technologien zu teilen. Wir hätten den Ersten Weltkrieg verhindern können, wir hätten den Zweiten Weltkrieg verhindern können, wir könnten einen Dritten Weltkrieg verhindern, wir könnten sämtliche Kriege verhindern, die auf diesem Planeten stattgefunden haben, ab dem Zeitpunkt, ja. Ich sage ja gar nicht, dass man es von Anfang an, ich finde, heutzutage ist die Menschheit noch unzivilisiert genug, aber ich sage mal, ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich angefangen hat, mit Post, mit Telefon, mit Schiffsreisen, mit Flugzeugen nach und nach, so dieser ganze Aufbau, wo wirklich die ganze Welt, wo wirklich jedes Land inzwischen ansatzweise intelligent behandelt wurde, ja. Ich meine, gut, ich finde die Sachen, die davor waren, auch nicht so gut, ja, aber man muss ja irgendwo einen Strich ziehen. Ich kann auch sagen, wenn wir das von Anfang an gehabt hätten, aber das kann man vergessen, weil das würde nicht gehen, ja, weil man muss irgendwo einen Strich ziehen. Und ich sag mal, halbwegs intelligent, finde ich, ist die Menschheit dann geworden, als sie angefangen hat, ihre Technologie wirklich auch auf elektronischen Wege zu produzieren, wie Telefon, Auto und solche Geschichten. Und aber wie willst du die Sprache überwinden? Du, es gibt Menschen, die sprechen über 60 Sprachen. Das sind nicht viele Menschen, aber das beweist, dass es Menschen gibt, die vieles lernen können. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn du ein Kind von vornherein zweisprachig aufziehst, fällt es dem hinterher viel einfacher, zwei Sprachen zu sprechen. Ich kenne sogar jemanden, der ist viersprachig aufgewachsen. Der spricht, oh Gott, was war das für ein komischer Dialekt? Das war irgendein Swahili-Dialekt, ja, also afrikanisch. Der spricht Deutsch, der spricht Englisch und der spricht Französisch. Der spricht vier Sprachen. Der ist mit vier Sprachen aufgewachsen. Ja? Sein Vater war Franzose. Entschuldigung, ich habe nichts gegen Franzosen, aber ich mag die Sprache nicht. Sein Vater war Franzose und seine Mutter war Afrikanerin, die allerdings Deutsch sprach. Die ist nach Deutschland gekommen, wie sie klein war und so weiter. Ja, und Englisch hat er in der Schule gehabt. Ja? Also so hat er dann auch von seinen Eltern schon gelernt, weil sein Vater das auch irgendwie können musste. Und so hat er vier Sprachen gelernt. Flupp, ganz einfach. Und das hätte man dann zum Beispiel ab dem Zeitpunkt, ja, wo man sagt, okay, man macht jetzt eine einheitliche Sprache, hätte man auch sagen können, okay,
Man macht es auch so, dass man die Kinder von vornherein in der Schule schon komplett zweisprachig aufzieht. Und zwar nicht irgendwie nur in der Hauptschule, weil ich in der Sonderschule habe gar kein Englisch gehabt, beispielsweise. Ja? Ich meine, gut, ich habe auch ein wenig Abneigung gegen die Sprache gehabt, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist dann wieder ein Einzelfall. Ja? Aber theoretisch gesehen ist das so eine Sache, was ich nicht nachvollziehen kann. Man hätte die Kinder von vornherein zweisprachig aufziehen müssen. Ich kenne auch genug, also ich meine, ich kenne genug Leute, die sind dreisprachig. Ein Kumpel von mir ist ein Russe, der spricht Deutsch, weil er in Deutschland aufgewachsen ist und der kann Englisch. Das sind auch drei Sprachen. Also die Sprachbarriere ist definitiv nichts, was man sagen kann. Nebenbei bemerkt, sollten wir als Deutschen überhaupt nicht die Fresse so weit aufreißen. Weil Deutsch ist eine der meistgesprochenen Sprachen, soweit ich weiß. Neben Englisch auf jeden Fall auch. Ja, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder jemand, Chinesisch ist die meistgesprochene Sprache, wegen den Menschen, die es sprechen. Ja, aber Englisch ist die Weltsprache und Deutsch war damals ganz knapp die zweite Weltsprache. Also die hätte ursprünglich, gab's drei oder vier Sprachen in der engeren Auswahl und da war Deutschland mit weit oben. Ja, da gab es irgendwie Englisch, Deutsch und ich glaube noch zwei andere Sprachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da gab es auch Chinesisch, Mandarin oder so war das, glaube ich. Ja, also, das ist definitiv eine dumme Aussage, sowas. Es liegt an den Sprachbarrieren. Nee, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist kompletter Bullshit. Ich für meinen Teil spreche nur eine Sprache, fließend, also so, ne? Meine Muttersprache, Deutsch. Aber ich kann ein bisschen Englisch, ich kann ein bisschen Italienisch und ich kann mittlerweile auch ein paar Brocken Japanisch. Von daher, ne, das ist jetzt nichts, was ich sagen würde, ich kann die Sprache. Aber Englisch bin ich mittlerweile auch gar nicht so schlecht mehr, auch wegen meinen ganzen Videospielen und dem ganzen Internetgedöns. Auch teilweise wegen YouTube und wegen vielen anderen Sachen. Und wegen vielen anderen Sachen auch, ja. Aber, und Italienisch kann ich aufgrund meiner Familie und, ja, Englisch wegen der Schule, beziehungsweise wegen dem ganzen anderen Zeug. Und Deutsch natürlich, weil es meine Muttersprache ist. Also ich kann auch theoretisch gesehen ein bisschen mehr sprechen als, und Japanisch wegen den Animes natürlich. Aber es ist nichts davon, was ich jetzt sprechen kann, außer Deutsch, wirklich sprechen kann. Aber das ist halt alles so eine Sache, wo ich mir halt so denke, nein, das kannst du halt nicht sagen. Das ist so, ja, das liegt voll an der Sprachbarriere. Nein, nein, definitiv nein. Außerdem, du musst mal bedenken, Alexa, wann wurde das Telefon erfunden? Wer als Erfinder des Telefons gelten darf, ist umstritten. Ich will wissen, wann. Alexa, ich will wissen, wann. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Alexa, wann ist das Telefon erfunden worden? Das Telefon wurde im Jahr 1876 von Antonio Meucci. Alexa, stopp. Alexa, stopp. Also, 1876. Sagen, ja, das ist, wie gesagt, ihr habt das ja gerade gehört, das ist umstritten. Aber sagen wir mal, wir machen 1876. Sagen wir mal, wir machen 1880, ja? Als ich geboren wurde, war es 89. Ja, also ich bin 1989 geboren. Leute, ganz ehrlich, das sind 109 Jahre, in denen man die Regierung und das ganze Zeug hätte bilden können. 109 Jahre, in denen das bereits hätte funktionieren können. Und 109 Jahre, in denen bereits mehrere Menschen, inklusive dann auch mir, mehrsprachig hätten aufwachsen können. Zwei, vielleicht dreisprachig. Ohne Probleme. Und das ist genau der Punkt. Das ist der Fehler, den man von vornherein gemacht hätte. Ich meine, das Internet und später auch das Telefon und auch vor allem die Computer und das Internet, das ist ein Zeitalter, wo sich heutzutage gibt es, glaube ich, so viele zweisprachigen Menschen wie noch nie auf der Welt. Und warum? Einfach deswegen, weil das Internet alles rausträgt. Ich meine, das Internet sorgt dafür, dass die ganze Welt miteinander verbunden ist. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, worauf ich hinaus will. Wenn man eine einheitliche Regelung hätte, ja, für die ganze Welt, komplette Regeln und Gesetze für die gesamte Welt und nicht nur für ein Land oder für ein Bundesland oder für einen Kontinent oder Staat oder sonst was, sondern wirklich für einen Planeten, dann hätte man auch zum Beispiel fette, originale Gesetze für das Internet. Und dann könnte man das Internet auch ordentlich nutzen, ohne dass man ständig Probleme hat irgendwie mit irgendwelchen Gesetzen. Weil dann würde alles festgelegt sein. Und dann ist nicht irgendwie, bei mir,
Passt auf, bei mir als YouTuber ist es zum Beispiel das Problem, ja? Wenn ich jetzt hier sitze, meine Videos mache, ihr wisst ja momentan, ich habe kein Gewerbe mehr jetzt, ich darf die Videos zwar machen, ich darf auch meine Streams machen, ich darf mein Geld nur nicht mehr dafür bekommen, leider. Aber ich darf hier sitzen, ich darf meine Videos machen, ich darf mein Zeug machen und so weiter. Aber was jetzt zum Beispiel interessant ist, ich werde bezahlt aus den USA, ja? Weil YouNow zum Beispiel, machen wir jetzt mal YouNow, weil wir hier für YouNow sind gerade. Sagen wir mal, wir sind jetzt auf YouNow. YouNow sitzt dann in den USA oder in England. Auf jeden Fall sitzt es nicht in Deutschland. Und dadurch, dass es nicht in Deutschland sitzt, bekomme ich mein Geld aus Übersee. Was wiederum bedeutet, wie muss ich das? Das ist eine Sache, über die habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel nachgedacht. Wie muss ich mein Geld überhaupt versteuern? Das habe ich auch schon lange davor nachgedacht. Weil auch YouTube ist genau das gleiche Blödsinn. Wie genau muss ich mein Geld versteuern, weil ich ja aus den USA bezahlt werde, wo andere Steuersätze gelten, wo andere Gesetze gelten. Umsatz oder Einkommen gibt es bei denen, glaube ich, überhaupt nicht. Ich meine, bei denen gibt es bestimmte Sachen sowieso nicht, die ich völlig hirnrissig finde. Zum Beispiel die Pflicht mit Krankenkasse, die ist ja wichtig, die ist ja auch sinnvoll und die gibt es in den USA irgendwie nicht. Die kann man machen oder kann man lassen, wenn man will. Aber das ist, was ich meine. Ja. Wie erkläre ich das? Ja, also es ist halt im Prinzip so, dass man... Man kann das halt so nicht sagen. Jetzt habe ich den Faden komplett verloren, so ein Scheiß. Wo war ich jetzt stehen geblieben? So ein Ärger. Alter, es ist zu heiß, ey. Das brennt er mir regelrecht die Hand weg. Ach, komm her, du blöder Schuh. Na, kommst du her? Da muss ich mich mit der Hand herholen. Komisch hängt. Ich habe ihn zwar erwischt mit dem Fuß, aber irgendwie hat er nicht. Ah, dass ich auf dem blöden Teppich nicht herziehen lassen wollen. Also, die Sache ist die, ja. Ich versuche jetzt. Was ist das, mein Tablet, was so hell leuchtet, ja. Ich will euch jetzt halt hier irgendwie den Bart fusselig reden. Mir den Bart fusselig reden, wie auch immer. Ich will jetzt nicht in den Bartfußlich reden oder sonst irgendwas, weil ich da jetzt über sowas rede, ja. Das ist lediglich meine eigene Meinung zu dem Thema. Weil ich halt so denke, der Hauptgedanke ist halt, ich bin wirklich der Meinung, wenn halt alle Regierungen zusammenarbeiten würden, mal das Hosenbein runterziehen. Das ist nämlich langsam auch ein bisschen lästig auf Dauer. Ich bin halt der festen Überzeugung, würden alle Regierungen wirklich zusammenarbeiten, wir hätten keine Hungersnöte, wir hätten keinerlei Probleme mit unserer Technologie. Ja, wir wären mit der Technologie wahrscheinlich schon weit weiter. Die Leute, die von euch die neuesten Handys haben, die neuesten Konsolen haben, die neuesten Spiele haben, die neuesten Videos haben und allem drum und dran, das wäre vielleicht für unsere Verhältnisse, hätte das anders stattgefunden, das Ganze, schon sowas von veraltet, dass der NES ein Scheißdreck dagegen ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Das sind alles so Sachen, die halt nicht nachvollziehbar sind für mich. Und das ist alles so eine Sache, ja. Diese ganzen Probleme gäbe es alle nicht. Dieses ganze Zeug, man hätte diesen ganzen Stress hätte man nicht. Die Hater hätten kein so leichtes Spiel, hier so eine Scheiße abzuziehen, weil es dann feste, etablierte Gesetze dafür geben würde. Ja. Ich müsste nicht mich hier hinsetzen und mich jedes Mal zum Idioten machen, weil ich euch versuche zu erklären,
schaut mal, das geht aber so nicht. Schaut euch mal die ganzen Idioten an, die sich da immer zum Affen machen und Scheiße bauen. Ja? Weil die Typen, die Scheiße bauen wollen, für die mache ich mich zum Affen. Für die Leute, die Vernunft im Kopf haben und es vernünftig sehen und auch menschlich sehen, die denken sich, ja, das sind wirklich Idioten. Und die Menschen, die neutral dazu stehen, die sagen, ihr seid beides Idioten. Wo sie ja wahrscheinlich sogar recht haben. Ja, ich bin ein Idiot, weil ich weitermache und die sind Idioten, weil sie diese Scheiße bauen. Also ich gebe den Neutralen sogar am rechtesten. War das eigentlich ein korrekt deutscher Satz? Ein korrekt deutscher Satz vor allem. Das hat sich jetzt mit rechts auch ziemlich falsch angehört. Oh, Mann, wie auch immer. Jedenfalls, das ist so eine Sache, die checke ich halt einfach nicht, warum das da immer so einen Scheiß gibt. Ja? Wir Menschen, wir behaupten immer, wir sind so intelligent, wir seien so hochentwickelt. Kann ich nicht bestätigen. Wir sind vielleicht, was unsere Technologie angeht, relativ weit. Aber verzeiht, was unsere sozialen Kompetenzen angeht, sind wir schrecklich unterentwickelt. Äußerst. Was ich darf und was ich mache, sind zwei unterschiedliche Schuhe. Ich habe schon immer gesagt, dass ich habe nie verstoßen gegen irgendwas. Ich darf streamen. Ich durfte immer streamen, weil ich keine journalistisch redaktionell geschalteten Inhalte mache. Das hat die BLM sogar 1000 Mal bestätigt und trotzdem kicken sie mir 1000 Mal in den Arsch deswegen. Also die sollen mal langsam klarkommen mit ihrem Leben. Und zweitens, wenn du jetzt darauf anspielst, weil ich kein Gewerbe mehr habe. Das hat damit nichts zu tun, dass ich streame. Ich streame nur aktuell nicht so oft, weil ich andere Sachen im Kopf habe, um zu tun. Thank you.
So, Kiste ist übrigens offen. Hoffe, du hast Rücklagen und andere, was? Andere Einnahmen, von denen du leben kannst. Nö. Wegen den Hatern bin ich jetzt Hartz-IVer. Juckt mich mittlerweile auch nicht mehr. 6 Jahre lang haben sie es mir vorgeworfen. Jetzt haben sie wenigstens einen Grund dazu. Nö, es reicht nicht, aber was soll's. Ich werde jetzt erstmal mit YouTube weitermachen und mich Hartz IVen lassen. Aufgrund der Hater kann ich nicht arbeiten gehen, weil wenn ich irgendwo einen Job finde, werden die mich auffliegen lassen und werden mich da anzeigen wegen nichts. Und werden dann meinen Arbeitgeber so lange unter Druck setzen, bis der mich rausschmeißt. Das hatte ich vor 2 Jahren. Das hatte ich vor 5 Jahren schon mal. Deswegen habe ich mich vor 5 Jahren entschieden, ein für alle Mal von YouTube zu leben. Damals habe ich noch normal gearbeitet. Und vor 5 Jahren ist es dazu gekommen, dass ich wegen den Idioten bei meinem Arbeitgeber rausgeflogen bin. Und dann habe ich mich entschieden, YouTube zu machen. Und das haben sie jetzt auch verkackt. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen auf deren Steuern leben. Und leider auch auf euren. Tut mir leid. Ich würde es gerne ändern, wenn ich könnte. Aber andere YouTuber kriegen ja den Arsch nicht hoch, um mir zu helfen, weil sie, keine Ahnung, Silberschiss haben. Ich nenne auch keine bestimmten Namen gerade. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich angesprochen fühlen. Wer nicht, soll es lassen. Und ja. Und manche YouTuber machen was Schlimmes mit ihrer Scheiße. Ich rede aber nicht einmal nur von den Hatern. Zu meiner Beerdigung wirst du nicht kommen können, weil ich eingeäschert werde. Ich war mein Leben lang eingesperrt. Da will ich wenigstens frei sein, wenn ich tot bin.
Ich krieg durchaus Auflagen. Muss Bewerbungen schreiben, so das Übliche halt. Und weiter? Ich muss halt das Gleiche machen wie jeder, der arbeitslos ist. Aber es bringt halt nichts. Ich schreibe irgendwo hin und ich kriege meistens Absagen. Wenn ich irgendwo keine Absage kriege, gehe ich da hin. Und wenn ich dann angenommen werde, dann wird es wahrscheinlich schnell passieren, dass die halt rausfinden, wo ich bin. Und dann stehe ich zum Abschluss frei. Das ist schon richtig, kann man dich unterstützen? Nee, weil wenn du mich unterstützt, würde das als Spende gelten. Und wenn das als Spende gilt, muss ich auch Steuern drauf zahlen. Deutsche Regeln, deutsche Gesetze. Zum Teil sind sie sinnvoll, zum Teil sind sie für den Arsch. Machen einem das Leben unglaublich schwer. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe allein im letzten Jahr so viele deutsche Gesetze gegen mich gehabt, obwohl ich eigentlich mich immer vernünftig verhalten habe und nie Gesetze brechen wollte. Und auch nie habe eigentlich. Aber ständig kamen irgendwelche andere Geschichten. That's real, man. Was passiert mit dir hier Barrenspende? Die werden dann auf YouNow angehäuft, bis ich sie mir irgendwann auszahlen lasse. Und auszahlen lassen kann ich sie mir erst, wenn ich mein Gewerbe wieder habe. Deswegen würde ich dir auch übrigens empfehlen, einfach zu deabonnieren. Es tut mir leid, ich danke dir auf jeden Fall für deine jahrelange Unterstützung. Aber ja, das ist Geldverschwendung zurzeit, sorry. Das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt auch. Da warst du, glaube ich, aber nicht da, das letzte Mal Apfel. Aber ich danke dir echt, ich bin dir echt dankbar für die letzten Jahre. Du bist einer von den Besten. Geht natürlich auch für viele andere. Angelika ist ja, glaube ich, auch gerade da. Geht natürlich auch für dich. Einen Monat noch bis 2 Jahre. Wie du möchtest. Bei mir gab es Gyros. Ich habe aber momentan das gleiche Problem. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mir zu essen mache so zur Zeit. Ich denke, ich mache mir demnächst einfach wieder schlicht Kartoffeln mit Schinken und Eiern. Also gebratene Kartoffeln mit Schinken und Eiern.
Das halte ich für eine gute Idee. Vor 5 Sekunden habe ich gesagt, dass ein Abo aktuell keine Zeit, keinen Sinn macht, weil ich aktuell nicht groß am Streamen bin und weil ich aktuell nicht in der Lage bin, regelmäßig zu streamen, beziehungsweise weil ich auch nicht in der Lage bin, aktuell das Geld von den Abos mir auszahlen zu lassen. Aber trotzdem vielen lieben Dank für deine Unterstützung. So, vielen Dank auch für die ganzen Likes. Das habe ich schon gemeint. Ich habe es vor 5 Sekunden gesagt. Das haben alle gehört, oder nicht? Oder habe ich mir das eingebildet gerade? Um ehrlich zu sein, ich habe mit Juno noch gar nicht darüber diskutiert, ob ich den behalten darf oder ob die mir wegnehmen. Ich vermute mal, die werden ihn mir wegnehmen, früher oder später. Ja, aber das wird schon wieder. Wenn ich mal grob, sagen wir mal, 80.000 habe, damit erstmal in aller Ruhe alle Schulden abzahlen kann, mir ein neues Auto kaufen kann oder mein Auto besser gesagt herrichten kann, mein Haus ein bisschen herrichten kann und mir ein paar Leute einstellen kann als Security und ich dann noch ein kleines Luftpolster so von 10.000, 15.000 habe, vielleicht 20.000, je nachdem, was es alles kostet und dann vielleicht nochmal 2 Monate lang in Urlaub fahren kann, dann wird vielleicht wieder alles gut. Aber sollte mir dieser unerwartete Geldsegen nicht zuteil werden, kann ich schon mal darauf bauen, dass das definitiv nicht der Fall wird. Und damit ist es nämlich auch schon vorbei, das Thema. Da wird nämlich nichts in die Richtung jemals passieren. Das garantiere ich euch. Außer ich gewinne irgendwann im Lotto. Irgendein Kumpel hat dann mal vor ein paar Jahren, als mein Vater gestorben ist und so, nachdem einige Sachen passiert sind, hat der Kumpel damals zu mir gesagt, ey, dir würde ich sogar gönnen, wenn du im Lotto gewinnst. Jo, schön wär's. Aber um Lotto zu gewinnen, müsste man Lotto spielen. Und ich habe in meinem Leben, seit ich 18 bin, 10-mal Lotto gespielt und ich bin 30. Also, und 10-mal ist schon sehr hoch geschätzt. Ich habe im letzten Jahr 4-mal gespielt. Und als ich 18 bin, 18 und 19, war einmal, 2-mal und dann nochmal mit 25 oder so. Und seitdem nie wieder. Also 7-mal oder so, wenn es hochkommt. Oder 8-mal. Nein. Das ist nur eine grobe Schätzung. Wenn ich alles in allem, ich rechne immer ein bisschen höher, ich sag mal 40.000, dann bin ich die Schulden los. Ich rechne immer mit 50.000, aber ich denke, es dürfte irgendwas um 36.000 sein. Alles in allem. Ja, das ist aber wirklich, da ist aber wirklich jeder Scheiß mit eingerechnet. Da ist Geld mit eingerechnet, was ich mir geliehen habe. Da ist Geld mit eingerechnet, was keine Schulden von mir sind, sondern die durch andere Menschen, die ich mag oder mochte, zustande gekommen sind und wieder andere Geschichten. Ja, also da ist so viel Zeug mit drinnen. Ja, aber das ist so der grobe Stand. Aber ich rechne halt immer ein bisschen höher. Außerdem hätte ich auch gerne ein kleines Luftpolster nach oben, aber das wird nie passieren. Außerdem war das jetzt alles bloß grob schlechtig zusammengeballert. Osterverkauf gibt es schon seit 3 Jahren nicht mehr. Fabio on the Moonlight. Ich sollte übrigens vielleicht noch dazu sagen, ne, wenn ich über Zahlen, was Geld angeht, spreche, spreche ich nie über die echten Zahlen. Ne? Das sollte ich vielleicht noch erwähnen, weil es heißt dann immer, weil es heißt jedes Mal dann nämlich die Sache, da hat das und das gesagt. Ja, und 2 Wochen später sage ich was anderes. Ist er aber das und das gesagt? Ja,
weil ich euch nicht die echten Zahlen sage. Man spricht nicht über Geld. Nur mal so am Rande als Info, damit ihr Bescheid wisst. So far away we wait for the day, yeah. Life's all a waste again for. Little pain, the lifetime, you'll see the thousand days. We carry on. Nein, gibt es nicht. Gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ich konnte den Text mal, ist schon ewig her. The wings of the dreams, the fiery of the realities, desperation doesn't start, just to run it so fine, just to run in my own mind. Ich sage aktuell nur Monster Hunter und Conan Exile. Gar keine Zeit für anderes. Ach so, doch, Partner sind, nee. We carry on. Perfect Lover, sag ich auch noch zur Zeit. Kennt ja wahrscheinlich kein Schwein vor euch. Da muss ich nochmal was gucken, gerade fällt mir gerade auf. No, whoa, 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 whoa. Was wollt ihr immer mit eurem Dark Souls, Alter? Ich finde Dark Souls so schlecht. Es ist ein so schlechtes Spiel, finde ich. Es hat mich nicht im Ansatz gereizt, als ich das gesehen habe. Ich verstehe es nicht, dass das so viele drauf abfahren. Nichts gegen Dark Souls-Spieler, aber das ist mir nie in den Kopf gegangen, warum man so ein Spiel zocken sollte. Das ist so genau wie Ninja Gaiden damals, aber genauso. Ultra schwere Spiele, wenn ich als Spiel zocke, will ich mich entspannen. Da will ich nicht ewig da hocken und mich aufregen, weil ich verkacke. Na, Ezio? Aber ich kann mich ja nicht über mich selber lustig machen. Alexa, schalt Party an. Alter, meine Haare wackeln ja sogar beim Moschen. Oh, es ist unangenehm. Beim Iris ist es echt unangenehm, wenn der anfängt zu wackeln, finde ich. Zumindest jetzt auf der Länge. Leute, ich habe es glaube ich vorhin schon mal gesagt, aber ich breche keine Gesetze und ich mache auch keine Schiebereien und sonstigen Scheiß. Ich bin keiner von den Hatern, der immer sich die Gesetze und die Rechte so zurechtschiebt, wie er sie braucht. Ich halte mich an das, was hier Sache ist. Bitte, hard not and we understand. Das sehe ich anders.
When we wait for the day, I saw the racer in fall. And the love time to see the thousand days. We carry on. Reiner mit AI, breitsamer mit Vitamin. Durch 5 Jahre Hate habe ich meine Arroganz mir verdient. Ich bin dann schon am Scheitelpunkt bei Need for Speed. Und wenn du weiter trollst, verspreche ich, dass du besser fliegst. Die Waage ist ein Hater, zeigt noch 120 Kilo. Das ist eine Emotion, der Grund, dass ich ihn nicht empfinden kann. Besiegt der Grund, dass du nicht entrinnen kannst. Ich geh vor mein Haus, nur weil ich so fame bin. Gibt es nur noch Gaming. Nicht das Maul aufkriegt. Oh Gott, mach ich so eine Art Roundhouse-Kick. Lassen wir es uns beide schmecken. Filme ich nur meine Decke. Wach! Gib dir gleich zu klein. Hörst du New Metal? Ich höre alles. Alles! Schlager, Rock, jede Art von Metal, jede Art von Gothic, jede Art von Elektro, von Techno, von Pop, von Country, von Scharlach, weiß der Geier was. Scharlach, heißt der Geier was? Auch eine geile Musikrichtung. Ich erwarte, dass jemand eine neue Musikrichtung entwickelt, die Scharlach, heißt der Geier macht, weil es heißt. Junge, für die Aussage fliegst du raus, wenn du so dumm bist. Rechtsradikaler Scheiß hat dir nichts verloren. Das Einzige, was ich nicht wissen, einzelne Künstler. Und gefragt, Leute helfen. Würden die Indianer heute noch leben, werden sie heute helfen? Wirst gebannt, der dich höflich verlasse mein Land, ja. Yeah. Gewöhnliche Spinner und die Drechenlad ins Kirchens König für immer. Und schöne Erinnerung. Verwelken bleib ich schön und für immer jung. Ankündigen, schneiden Rändern hochladen, ankündigen, schneiden Rändern hochladen und dann wird plötzlich kein Video fertig. Ankündigen. Oh, mir ist gerade eine geile Idee gekommen. Vielleicht sollte ich mein Leben an ein Filmstudio verkaufen. Das wär's doch. Ach, das will keiner sehen. Vielleicht soll ich mein Leben an ein Filmstudio verkaufen. Das wär's. Aber das will keiner sehen. Leider. Schade. Wär gut. Aber egal, was mir passiert, mir kann niemand was, denn meine Stärke. Von Drachenlord 2019 auf Spotify, Google Plus, Google Play, iToy Play im Internet zum Kaufen. Ich halte es kaum noch aus hier. Mein Leben ist ein Tauziehen, ich halte weiter durch, denn das ist meine Stärke. Und wenn ich erbiegen, dann ist es viel zu schnell gewesen. Halt, wie es ausgeht. Ich weiß nur, dass ich nicht aufgebe.
anderes als hassen. Was willst du erreichen? Deinen scheiß Charakter brauchst du mir nicht beweisen. Ego pusht du durch mein Leiden. So geht das nicht weiter. Gebe niemals auf, nein. Red ich jetzt nicht raus, nein. Musikfreak, Dankeschön übrigens. Seh's gerade. Untergehen. Bleibe unbesiegt, weil mich keiner unterkriegt. Worte sind mir nicht egal, doch ich kenn mein Potenzial. Wieder und zeig Demut, denn von meinem Antrieb kriegst du niemals genug. Anders als ein kleiner Troll, doch hab meinen Stolz. Hollywood, ich werde scheitern oder YouTube's King. Sein soll das Lebenssinn. Intention, was willst du erreichen? Deinen scheiß Charakter musst du mir nicht beweisen. Dein eigenes Ego pusht du durch mein Leiden. Das ist eine Entscheidung und so geht das nicht weiter. Steh niemals auf, nein. Steh jetzt nicht raus, nein. Ich hab's Jack Black als Drache. Was? Jack Black als Drache? Bleibe unbesiegt, weil mich keiner unterkriegt. Worte sind mir nicht egal, doch ich kenn mein Potenzial. Bleibe unbesiegt, weil mich hier keiner unterkriegt. Ich bleibe unbesiegt. Das ist der feine Unterschied zwischen uns. Sind mir nicht egal. Doch ich kenn mein Potenzial. Wenn ich gut singen könnte vielleicht, Alter. Ola. Favorite der Fans. Live und Plug mit Drache. Grüße an die USK, Hundertschaften gegen Haterschaft, 80.000 Abos sind viel mehr als jeder Haterschaft, Ulu. Offensichtlich lässt der Hate nach, Juhu, nicht Juhu, Ulu, U-L-U. Ich stream auf Unice, ich schwiege mit meinen Händen. Ihr sagt, ihr hasst mich und fahrt doch zu mir. Wenn die Ente noch im Fass wird sie rotieren, ihr müsst mich ständig provozieren. Aber was ich lieb, das neckt sich. Ich kann sehr gut hören und riechen tatsächlich. Bisschen verklebt, weil ich putznasse. Nicht abends aus. Was zum. Nein, ihr habt keinen Plan. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Stopp! Dieses Drecksteil. Immer wichtiger als ich. Ich bin. Nein, ich hab keinen Plan. Zeig mir die Einfahrt. Andere waren mir schon immer wichtiger als ich. Qualität war mir schon immer wichtiger als Klicks. Nur die Hater und Lüge nicht. Mein bisschen Talent und Lüge nicht. Schreibt über mich.
RBS besiegt Molenbeek, kämpft gegen Goliath. Leg dich mit mir an, ich setz dich platt. So wie mein Mobia, setz dich auf dem Albumcover mit Goldkette. Rendern und Hochladen sind Prozesse. Ihr mich in den Charts, gebt nicht auf, bis ich mich sehe, aber ihr mich auch, versteht ihr? Ich lass mich von dem Hate nicht runterziehen. Hater werden ignoriert wie 5 Jahre Energy. Fritteuse auf, schoss die Pommes an. Mein Echo-Preis, so auch kommen kann. Einen Teil von diesem tollen Land. Bei WhatsApp schreibt mich der Olle an. Ihr wisst nicht, wie ich bin. Nein, ihr habt keinen Plan. Zeig mir die Einfahrt. Andere waren mir schon immer wichtiger als ich. Qualität war mir schon immer wichtiger als Klicks. Ich bin, ich hab keinen Plan. Zeig mir die Einfahrt, andere waren mir schon immer wichtiger als ich. Qualität war mir schon immer wichtiger als Klicks. Das ist ja wohl jetzt echt nicht ernsthaft gewesen, oder? Die kommen 1,5 Stunden später, als ich angerufen habe, alles klar. War aber bei dem Anruf sowieso nicht verkehrt. Ihr wisst, dass ich damit nichts anfangen kann aktuell. Aber trotzdem vielen lieben Dank für die Likes. Jetzt habe ich vor lauter hin und her wieder vergessen, den nächsten Song zu machen. Mal ein bisschen was Brachialeres für die ganzen harten Kerle unter euch. Und die ganzen harten Mädels. Alter, wo kam das her? Wo kam das jetzt her? Ich will nur meine Ruhe. Aber du... Brachial. Ja. Nimm was getan. Keinem was getan. Wann bist du ein Spaß? Selbst wenn die ganze Welt mich hasst, bin ich immer noch hier. Die Welt, sie macht mich krank, sie widersetze mich ihr. Keiner kennt mich wirklich, verurteilen mich. Mein Ding, ich mache nur mein Ding. Ich weiß, wie ich bin. Habe ich den Text verkackt? Ganze Welt mich hasst. Bin ich immer noch hier? Diese Welt, sie macht mich krank. Ich widersetze mich ihr. Ja, wie viele auf mich treten, um jemanden zu hassen, braucht es wenig. Ich gebe niemals auf. Noch besteht Hoffnung, gib niemals auf. Ganze Welt mich hasst, bin ich immer noch hier. Diese Welt, sie macht mich krank, ich widersetze mich ihr. Egal wie viele auf dich treten, um jemanden zu hassen, braucht es wenig. Ich gebe niemals auf, noch besteht Hoffnung, gib niemals auf. Ach übrigens, nur als kleiner Tipp,
ich arbeite, beziehungsweise wir arbeiten aktuell an einem neuen Song, der ein bisschen mehr in Richtung Black geht. Das Game und viele mit Masken. Kein Lü-Lü-Lü, heute nur Real Rap mit Fakten. Gib mir alles, was glänzt. Ich wechsle mit Barren. Leider werden geblendet, bis sie alle erstarren. In den tiefen Sith Twitters. Neuer Song, Juhu. Der geht allerdings ins Black. Oder es ist zumindest der Gedanke daran. Kommt darauf an, wie ich das mit dem Scrollen, mit dem Growlen und mit dem Screamen hinkriege. Scream! Naja, Screamen kriege ich wahrscheinlich ein bisschen besser hin. Aber das Scrollen ist immer ein bisschen so. Danken zu Boden. Jetzt seht ihr, wie du dich bei meinem Schwani freust. Mit Fleiß, so wie Money Boy. All out Rainer. Ich gebe 100%. Trotz ihres bin ich sehr eloquent. Das Teil ist ganz schön hart, ey. Ich flexe mit Barren. Passt im Stream auch schon wieder. Ja, oder auch schon wieder raus wie die Verrückten. Und Licht im Stream wie in der Disco, ihr Wahnsinnigen. Schicksal sein, you get in Nuggets. Hab mehr Barren als die Panzerknacker. Ich schicke Lampenmüll und schreie Feuer, bis die Schanze fackelt. Also meine Wampen nacken Bäm alle. Ich letztendlich groß, ich werde reich. Doch du wirst ein Idiot wie Ezio. Links und Game ist für mich kein Spiel wie Sekiro. Nick der Schlitzer ist für mich kein Rap wie fettes Brot. Sitz ist voller Lügen, so wie war das? Schauen überall, so wie war das? Nach keinen Sinn, ohne war das? Ohne war das? Was sie sagen? Milde wie ein Pixel. 40.000 Likes, mega, was ist denn das? Naja, es geht. Standard eigentlich. Aber ich mach, was ich will. Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt arrogant wirke. Aber das ist bei mir wirklich normal irgendwie. Trotzdem natürlich danke an alle. Lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr wahnsinnigen Rauch und Licht im Stream wie in der Disco. Ihr wahnsinnigen... Ich flexe mit Barren. Den lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr wahnsinnigen Rauch und Licht im Stream wie in der Disco. Ihr wahnsinnigen... So, jetzt kommt einer meiner momentanen Favorite-Songs. Das ist einer meiner aktuellen Favorites. Nicht dumm. Ja, falsches Song. Gerade voll verkackt. Herzen, eine Halskette, steht so badass da. Während ihr mich mit Mehl und Cola übergießt, bin ein Star. Wenn die Berichterstattung zu mir überfliegt, über Krieg mit den Hatern und Behörden, ist das nicht redundant, das sind synonyme Wörter. Bin ein Mörder des Beats, solange mein Herz schlägt, aber nur mein Zeug, bis jemand hergeht. Hab sie im Haus, hack ich füße es nicht so, doch ist alles auf. Also mir ernst und seh klasse aus. Zu mir in meinen Sitz stattlich betraut. Hey, Perl und zahle aus. Träume und ich bin immer noch hier. Ich werde dich niemals verlieren. Wenn du etwas wirklich willst, dann ist da auch ein Weg. Das ist etwas früher, aber ich bin eben spät. Dann sehe ich auf der Bühne, live im TV, so angekleidet mit Klamotten vom EMP, mit stolzer Brust. Als auf mich das Rampenlicht fällt, sind die Kamera und danke mir selbst. Er ist zu schwer dafür.
Sehr Gelegenheit, wenn du es fein ist. Wo ist denn der andere? Wenn du ein Staatsfeind wirst, wenn du dir Salat reinwirfst und das ein gutes Ding bleibst. Ja, kann der King sein. Ich habe eigentlich noch einen hier, aber der ist irgendwie gerade nicht da. Ich hab den doch da hingelegt gestern, oder? Wenn ich es sich erreicht hab. Und Tattoos auf dem Arm. Denn ich kenne keine Bahn. Und ich bin immer noch hier. Darf sich selbst niemals verlieren. Wenn du etwas wirklich willst, dann ist da auch ein Weg. Den muss ich mal ölen langsam. Vielleicht soll ich gleich mal WD-40 draußen holen. Das gute WD-40. Ja, ich glaube, das gehört echt mal geölt, Alter. Vor allem das hier, ne? Hier. Das ist ganz leise. Und das hier. Das ist voll laut, ey. Das gehört echt mal geölt. Ich hole, glaube ich, das will ich die ganze Zeit machen. Ich glaube, ich hau mal ein wenig WD-40 drauf schnell. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mal... Was gebe ich euch denn mal? Ach, ich gebe euch mal Ding zu hören. Bin gleich wieder da, ich hau da schnell WD-40 drauf. Ich lese mit. Es gibt einen Grund, warum ich nicht antworte, aber anstatt, dass ich mal drüber nachdenke, warum ich nicht antworte, ja. Und mache Sport regelmäßig ab und zu. Drück auf Rekord, das hier ist kein Comeback. Denn ich war nicht fort. Wie der Kumpel von da. Du kreuzt bei mir auf Cassius und bringst zum Korb. Weil es bei dir scheiße läuft, musst du anderen das Leben schwer. Du denunzierst mehr als ein IM in der DDR. Der Lach hat so und so viel im Moment verdient. Nur seine Steuern. Die macht der nie, du kramst in der Tonne. Küsst die München und vom Nachbarn, du isst vegan und trinkst Fairtrade an der Sachbar. Stell ein Hütchen vor die Box und es wird knusprig. Pisa Heat, Captain Sven, es wird rutschig. Schieß, was ich nicht begreife, wenn Hater sagen, ich sei lame, doch konsumieren.